Lieber Gott, bitte hilf die Ukraine. Gott rette alle. Danke für meinen Bruder und meine Schwester. Meine Familie und für meine Freunde. Warum ist meine Freundin Clara umgezogen? Dass mein Opa zurückkommt. Bitte vergiss mich nie. Prayer Spaces ist ein Raum, der für einen Tag bis hin oft zu einer Woche umgewandelt wird in einen Reflexion- und Gebetsraum in einer Schule. Das Ganze findet auf eine niederschwellige Weise statt, auf eine kreative Weise. Prayer Space ist ein Raum, wo du über deine Gefühle reden kannst und einmal alles rauslassen kannst. Alles Mögliche kannst du da aufschreiben und an verschiedene Pinnwände hängen und damit zeigen, was für Fragen du an Gott hast. Warum gibt es Dinge, die wir nicht verstehen? Wieso gibt es diese ganzen Krankheiten? Warum ist man eigentlich manchmal wütend? Also man konnte in so ein Zelt gehen, da ist Ruhe. Ich habe nie Ruhe. Also ich habe ja einen Bruder und eine Schwester. Die schreien immer rum. Da konnte man einfach so ein bisschen so runterfahren. Meine Lieblingsstation war die Vergebungsbrause, weil man hatte so die Vorstellung, ich bin sauer auf jemanden, weil er mir was Böses getan hat. Und jetzt, dann schmeiße ich das da rein und dann löst es sich auf. Ich habe einfach meine ganze Last dort losgelassen. Ich war gerne an der Station mit dem Danke sagen. Bei der Station Dankeswäscheleine haben sie unglaublich viele Danksagungen notiert. Die gingen von persönlich bis global gesprochene Danksagung, ganz viel auch für Eltern, für Familie, für Freundschaften. Danke für meine Familie. Danke, dass ich so tolle Freunde habe. Ich bin dankbar für alles. Die Dankesknechte fand ich auch cool. Kinder haben genauso wie wir Erwachsenen reale Probleme mitten im Alltag. Die sind echte Gefühle und mit echten Schwierigkeiten und Ängsten und Sorgen. Und sie haben aber selten einen Raum, wo sie genauso ernst genommen werden. Und hier werden sie ernst genommen. Das Kind wird da nicht bewertet nach Rechtschreibfehlern oder nach Formulierungen, sondern es wird gehört. Ja, und das war auch echt bewegend zu sehen, was da für Anliegen dran standen. Und das waren teilweise die einfachsten Formulierungen, einfachsten Anliegen, aber auch teilweise wirklich tiefgehende Anliegen. Prayer Spaces ist so wertvoll, weil es die Beziehung betont zu einem selber, aber auch zu das, was größer ist, als wir als Menschen selber sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir so einen Raum bieten, wo man einfach mal darüber nachdenken kann und das vor allen Dingen auch selbst rausfinden kann. Dass die Schüler auch in der Schule einen Ort haben, wo sie sein können, wie sie sind, um dann wieder neue Kraft für den Alltag zu kriegen. In die Pausen durften Kinder auch kommen, verschiedene Gruppen. Und dann haben die Kinder wirklich gesagt, also ich möchte zum Prayer Space gehen und nicht in die Pause. Und das ist für Kinder schon teilweise was Großes, weil die Pause eigentlich das Schönste ist am ganzen Tag für die viele Kinder. Ich habe meine Wünsche dagelassen, ich habe meine Träume dagelassen und jetzt fühle ich mich irgendwie ein bisschen freier. Ich glaube, ich war entspannter und ich war vielleicht auch netter zu den Kindern, die ich sonst eigentlich nicht sehr mag. An den Tagen, wo ich bei Prayer Space war, fast null Ärger. Für mich war Prayer Space alles schön. Ich wünsche mir, dass es Prayer Space öfter gibt.